Die Germanistik ist im Grunde so eine Wissenschaft, die muss sich fragen, warum vor 200 Jahren irgendwo wer in sein Kammerl was so und so hingeschrieben hat. Also von vornherein eine völlig hilflose, mit völlig unzureichendem Instrumentarium ausgestattete Wissenschaft, die außer sich selber für niemand gut ist. Das muss ich mal loswerden, weil ich es abgebrochen habe. Und es ist nur der Neid. Eins, zwei, eins, zwei, grüß Gott. Wir fangen gleich an, die kleine Zeitung möchte unbedingt ein Foto machen, wo die Studenten oben sind und die Studentinnen natürlich auch. Und fragt an, ob das in Ordnung ist. Und ich frage an, ob zu dem Zweck, weil wir, damit wir alle am Bild sind und ich auch zum Sehen will, dass ich Ihnen den Rücken jetzt kurz zuwende, danach nicht mehr. Danke. In Österreich gelten die Kabarettisten als Kasperl und der Nation. Dabei frage ich mich, welche Intellektuellen hat eigentlich Österreich noch außer die Kabarettisten? Was liegt also näher? Was? Das wäre schlimm, wenn nur die Kabarettisten die Intellektuellen wären in Österreich, wäre es schrecklich. Aber naja, es ist ziemlich schrecklich, finde ich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen, die Seminaristen. Wir sind 20 an der Zahl. Sitzen in der ersten Reihe. Ich möchte vielleicht am Anfang sagen, dass unter Umständen die Ergebnisse nicht so ergiebig sein werden, wie Sie sich das vorstellen, weil es zum Wesen von Autoren gehört und auch generell von Künstlern, dass viele Prozesse einfach intuitiv sind und der Künstler oder die Künstlerin eher vermeidet, zu viel drüber nachzudenken und eine Theorie zu entwickeln, weil er oder sie dann Angst haben, es geht denen wie den Tausendfüßler, der sich einmal überlegt, was er genau macht und dann kann er es nicht mehr. Oder auch Abfahrtsläufer, die zu lange drüber nachdenken, wie sie jetzt wirklich runterfahren sollen, können es dann oft nicht mehr. Und es sind oft intuitive Vorgänge, wo ich aber gern Auskunft gebe und auch bereit bin, zum ersten Mal darüber nachzudenken. ja, ansonsten bitte Sie von allen Dingen, von Künstlern, von Politikern, von allen, wo Sie Fragen haben, auch von Professorinnen und Professoren, immer das möglichst das Banalste anzunehmen. Sie liegen meistens richtig. Beginnen wir. Steigen wir gleich ein in dieses Thema tragisch-komisch mit komisch-grausig-absurd. Gibt es jetzt nun für Sie Grenzen, die Sie nicht überschreiten würden in diesem Zusammenhang? Ich denke mir, das stimmt, was Tucholsky sagt, dass Satire alles darf, mit der Ergänzung, dass natürlich man ein Gefühl dafür haben muss, was man wie behandelt. Ist meine Einstellung dazu. Im Grunde ist das Grausliche ja auch ein Regelbruch in einer Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist bemüht, das Grausliche nicht herzuzeigen. Also man bedeckt etwas. Wenn man ganz eine hässliche Entstellung hat, dann wird man dazu neigen, sie zu verdecken. Außer im Jahr 68 in WGs oder im Ersten Weltkrieg sind auch Klos zum Beispiel getrennt. Und man darf nicht drauf schauen, wenn wer was macht. Ne? Außer in der Studentenbewegung oder in Weltkriegen hat man ja eine geschlossene Toilette. Und was ich damit sagen will, ist, dass es Bereiche des Menschlichen gibt, die wir als unappetitlich empfinden und die wir sozusagen verstecken. Und das ist auch eine Regel, eine starke gesellschaftliche. Und die Verletzung aller Gesellschaften
rechtlichen Regeln ist offenbar, erfüllt uns mit einer gewissen Erleichterung, dass sie wer was traut und damit gewisse Regeln außer Kraft setzt. Das Ganze gipfelt eventuell, die stärkste Regel, der wir uns allen unterwerfen müssen, egal ob in Diktaturen, in Demokratien oder in sonstigen Systemen, ist der Tod. Den haben wir alle vor uns. Und ein Witz darüber bringt auch die Leute zum Lachen. Und erfüllt die Menschen mit einer gewissen Erleichterung, weil in dem Moment, wo sie lachen, sie kurz einmal eine Distanz haben zum Tod und über den Tod lachen können. Sie können über was lachen, was nicht lustig ist und sie irgendwann erwischt. Das ist auch, darum sind Witze über die Polizei so beliebt. Und ich denke mir, das ist wohl der Grund, dass alles, was regulierend oder regulativ auf uns einwirkt, wenn wir über das lachen können und somit uns ein Stück weit vom Leibe halten, dass das lustig ist für uns und als lustig empfunden wird. Wie viel Komik entsteht erst beim Dreh? Man muss es wie einen Arbeitsprozess vorstellen. Es gibt einmal Autoren, die das schreiben. Probt man mit den Schauspielern noch lange bevor der Dreh beginnt. Die Schauspieler fühlen sich wohl mit bestimmten Sätzen oder nicht, sagen das dann. Man arbeitet gemeinsam mit den Schauspielern, vielleicht ein bisschen verändert man die Sätze in Richtung, wie sich Schauspielerinnen oder Schauspieler wünschen. Dann kommt man zum Dreh, dann ist noch eine andere Situation, weil man plötzlich alles, was bisher auf dem Papier gestanden ist, ist jetzt wirklich da, es ist die richtige Umgebung da, man hat das Kostüm an und plötzlich haben die Leute noch einmal zusätzliche Ideen und danach kann man nichts mehr ändern, dann hätte man vielleicht auch nur Ideen, wenn man es dann sieht, aber dann geht nichts mehr. Also es ist einfach ein Prozess, wo unterschiedliche Leute sich einbringen. Außer es gibt natürlich auch Regisseure, die, sage ich einmal, eigentlich Kontrollfreaks sind und alles genauso haben wollen. Das ist eine andere Arbeitsmethode. Da kann ich nichts sagen drüber. Das haben Sie jetzt 1000 Mal gehört, dass an diesen Stellen gelacht wird. Und es ist ja auch so angelegt. Ist die Praxis nicht oft so, dass Ihnen diese selbsterfüllende Methode, dass an die, wenn man auf der Bühne steht, auf die Nerven geht? Ich kann es nur so beschreiben, dass man eher mit der Haltung auf die Bühne geht, wie ein Musikant, der ein Musikstück, das er schon 100-mal gespielt hat, heute noch einmal spielt, mit dem, was heute in ihm ist. Und alles benutzt, was an dem Tag da ist. Es versucht auch ein bisschen anders zu spielen. Und als Gegenüber auch jemanden hat, der noch nie da war in der Zusammensetzung und der auch immer ein bisschen anders ist als an einem anderen Abend. Und ich konzentriere mich wahrscheinlich auch unglaublich auf die geringen Unterschiede, die da sind. Und deswegen halten wir das aus, dass man so oft dasselbe macht, schätze ich. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich bin manchmal der Überzeugung, das ist eine ganz schlechte Vorstellung. Für die Leute ist es überhaupt keine schlechte Vorstellung. Nur ich habe irgendwelche Parameter und konzentriere mich so auf winzige Unterschiede und übertreibe die für mich selber so stark, dass ich jeden Abend andere Vorstellungen erlebe. Über Political Correctness würde ich gerne sprechen, und zwar in dem Sinne, es ist ja auch irgendwo eine Grenze, die damit versucht wird, nicht, dass man sie nicht überschreitet, beziehungsweise man bestärkt diese Grenze dann auch, die da vorhanden ist, dass man Leute nicht diskriminiert oder versucht, das zu umgehen, aber Sie beschäftigen sich eigentlich nicht so sehr mit diesem Thema. Mit welchem Thema genau? Political Correctness, wie zum Beispiel in Hader muss weg, ist das, was man erwartet, der Mann aus dem Osten, derjenige, der ihn dann erpresst, die Figur. Also das ist ja eigentlich politisch unkorrekt. Also wie stehen Sie also zu dem Thema? Das wäre ja auch nicht das Behandeln des Themas politischer Korrektheit, sondern sozusagen ich verwende manchmal Klischees. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und nur einmal, um diese Frage zu beantworten, man kommt
ich glaube, niemand kommt umhin, Klischees zu verwenden. Ich glaube, nicht einmal Peter Handke kommt ohne Klischees aus. Irgendwo, weil ein Tisch ist ein Tisch und wir stellen uns unter einen Tisch, was vorhanden, der beschreibt ihn wie ein Tisch. Das heißt, man kann überhaupt nicht ohne Klischees operieren in der Kommunikation. Man kann sozusagen ohne Übereinkünfte geht sich gar nichts aus, nicht einmal in der Avantgarde. Jetzt ist es so, dass wir natürlich in unserer Arbeit Klischees sehr viel verwenden. Die Frage ist, wie reflektiert wir sie verwenden. Und jetzt zu der einen Geschichte, wo der aus dem Osten kommt, glaube ich, dass das sogar noch verschärft ist, weil es ist ein Jude. Es ist eindeutig in dem Stück, und es ist auch vorbereitet schon über seine Frau, ein Jude, der jemand betrügt oder jemanden ausraubt. Das heißt, es sind in sich ein paar Klischees, die unkorrekt sind und in normalen Kabarettzuschauer eher ein unangenehmes Gefühl auslösen. Das heißt, es ist schon wieder ein Gegenteil von Klischee. Es wird eine Übereinkunft gebrochen, nämlich, und das ist eigentlich in den meisten Dingen so. Oder ein Jude kann eigentlich nicht der Verbrecher sein. Das geht nicht im Grund. Das kann man nicht bringen im Grund. Und die Frage ist ja immer, wer ist der Empfänger einer Botschaft? Wenn ich gehe ja immer davon aus, der Empfänger meiner Botschaft, ich spüre nicht auf Parteitagen von rechtspopulistischen Parteien oder so, sondern zu mir kommen so Menschen, die circa so Überzeugung haben wie ich, meistens. Das ist auch interessant. Aber meistens kommen eher so Menschen, die ja Überzeugung haben, die meiner entspricht circa, und die herauszufordern und in ihren Grundfesten ein bisschen zu erschüttern und den Lauf hin zu bestätigen im Laufe von einem Abend, ist meine Aufgabe. So empfinden sie zumindest. Und daher, der letzte Satz, den ich sagen kann, man kommt ohne Klischees nicht aus, aber man muss sie intelligent oder interessant verwenden und auch so gegen den Strich manchmal gebürstet. Das einmal zum Thema Klischee. Das Thema politische Korrektheit ist im Grund etwas, was sehr sinnvoll ist. Politische Korrektheit ist ein Ort von Übereinkunft, die zunächst einmal nur wenige verwenden, und dann wird sie in der Gesellschaft irgendwann so stark, dass es eine gemeinsame gesellschaftliche Regel ist und nur mehr ganz wenige sie brechen. Und in dem Moment wird es interessant, sie zu verletzen. Politische Korrektheit ist im Prinzip das, wie was in die 50er Jahre anstand und Bescheidenheit war, nämlich Main Street Verhalten. Und in dem Moment ist interessant, dass man es bricht, natürlich. So würde ich das sehen. Vor allem vor einem Publikum, wo ich mir sicher sein kann, dass die meisten davon überzeugt sind, dass das ihre Werte sind. Also das heißt, das kann eigentlich nicht wirklich innovativ sein, weil sie auf was zurückgreifen, was schon da ist. Es kann was nicht innovativ sein. Dass sie das Klischee brechen. Weil wenn das Bewusstsein da ist, dass man das Klischee brechen kann, dann ist das ja ein Rückgriff auf etwas, was doch irgendwie schon verstanden worden ist, dass das nur ein Klischee ist. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf der Leitung, und zwar insofern, dass ich... wir sind uns einig, dass man Klischees grundsätzlich verwenden muss. Ja. Ja. Und ich habe nur die Wahl, sozusagen, die Menschen, die kommen, haben eine bestimmte Erwartungshaltung an mich. Und wir sind uns einig, dass das Ziel sozusagen von einer interessanten Sache wäre, dass man diese Erwartung teilweise erfüllt, teilweise nicht erfüllt. Vor allem zu mir kommen inzwischen ja Leute, die von mir erwarten, dass ich sie enttäusche in bestimmter Hinsicht. Oder die deswegen kommen, weil sie wissen, bei mir werden manchmal Erwartungen nicht erfüllt, und genau das erwarten sie. Gleichzeitig habe ich aber auch Publikum, das sie einfach unterhalten will. Das heißt, ich habe ja als Empfänger wahnsinnig unterschiedliche Erwartungen oder zumindest verschiedene, nicht diametral verschiedene, das wäre schlimm. Aber also wenn die Leute denken, es wäre jetzt zum Beispiel immer traurig den ganzen Abend, diese Erwartung
da werden sie verkehrt. Aber ansonsten geht sich das an einem Abend und mit einem Publikum aus, dass man so relativ verschiedene Erwartungen insofern genug erfüllt, dass die Leute kommen und Eintritt zahlen, aber nicht so viel erfüllt, dass es eine fade Geschichte wird. Ja? Das war eigentlich, auf das ich hinaus wollte, dass bestimmte Leute eben in ihr Programm gehen, damit sie enttäuscht werden. Ja. Also das ist, ja, genau, natürlich. Das ist, also es ist grundsätzlich so, dass man in dem Kunstbetrieb, der ja ein kapitalistischer Betrieb ist, wobei ich nicht weiß, ob es ist wahrscheinlich in China dasselbe, dass die Leute gerne wohin gingen, wo sie sich was erwarten und deswegen gingen sie und so einen Eintritt. Also vielleicht ist es ein universalmenschliches Prinzip, aber durch den Kapitalismus, der setzt da ordentlich Feier dahinter, dass es Markenartikel gibt und dass man, je stärker die Marken werden, umso mehr Menschen gehen dann und identifizieren sie mit einer bestimmten Marke und man ist sozusagen auch als Künstler nie davor gefeit, eine Marke zu werden und muss damit umgehen. Dass man sozusagen, dass die Idee, die man irgendwann einmal gehabt hat, etwas in einer bestimmten Weise zu machen, irgendwann einmal von so vielen Menschen erwartet wird, dass man zu einer Art Markenartikel wird und man muss dann irgendwie auch darauf reagieren. Mehr oder weniger hilflos oder intelligent, das ist die Frage. Ne? Und dagegen kann man eigentlich nichts tun. Also man kann natürlich, man muss damit umgehen in irgendeiner Weise. Aber wenn ich die Programme machen würde, dass die meisten Leute nachher wirklich ganz, ganz aufs Schärfste nicht einverstanden sein, würde einfach niemand kommen. Möchte ich auch nicht. Ist die Frage einigermaßen behandelt? Ja, doch. Ja. Ich versuche, womit umzugehen? Wie mit was umgehen? Ich glaube, die Haupttaktik, die ich anwende, ist erstens einmal sehr selten. Also ich mache nicht alle zwei Jahre ein Programm, das circa irgendwie gleich ist und mit anderen Witz ist, sondern ich versuche bei dem, was ich mache, sehr lang zu überlegen und so lang mich hineinzuschreiben, bis ich von der Geschichte, von der Thematik, eigentlich von der Idee und von der Geschichte so fasziniert bin, dass ich nicht mehr ans Publikum denke. Das Interessante ist, wenn man sich in eine Sache reinschreibt, also das bei mir so ist, dass ich irgendwann nicht mehr überlege, ob das die Leute verstehen, sondern ich schreibe einfach. Es kommt natürlich später ein Prozess, wo ich dann probe und quasi der Schauspieler bin und nicht mehr der Autor. Dann muss ich mich mit der Frage wieder beschäftigen, wie weit die Leute das verstehen, was ich da geschrieben habe. Aber es gelingt mir bisher zumindest beim Schreiben immer zu einem Punkt zu kommen, wo ich diese Berechnungen relativ ausschalten kann. Ja. Ja, also mich würde da noch eine Frage interessieren. Also Sie spielen ja immer wieder auch mit dem Thema Gendern, also Sie gendern ja auch sehr brav, also wie auch eingangs am Anfang der Veranstaltung. Und grundsätzlich scheint es aber, dass Sie allgemein feministische Themen aussparen. Warum spielen Sie zum Beispiel nicht mit dem Klischee der Kampflesbe zum Beispiel? Die Sache ist die, dass ich weitestgehend eigentlich immer versuche, Strömungen in der Gesellschaft zu reflektieren. Ich habe so immer ein bisschen die Absicht, dass ein Programm, und das geht bei mir, weil ich nur alle 10 Jahre eins mache, dass ein Programm irgendwie die Zeitstimmung reflektiert. Und das ist in Hader muss weg zum Beispiel, dass das Männer-Frauen-Verhalten relativ wieder brav im Klischee verläuft und ökonomisiert wird. Dass es nur mehr geht, was kann ich dir geben, was kannst du mir geben. Es ist immer quasi Soll- und Haben-Rechnung. Das war die Idee zu Mann und Frau in dem Programm, weil ich einfach diese Gesellschaft zeigen wollte, die alles ökonomisiert. Und dadurch, dass ich kein Kabarettist bin, der jetzt so sich einfach Themen hernimmt und dann oben zu ganz verschiedenen Themen macht, sondern immer eigentlich meistens so eine ganze Geschichte im Kopf habe, die relativ Idee hat, wie ein Theaterstück oder so. Deswegen kommen auch so Themen nicht vor. Andererseits, es ist auch schwierig zu behandeln, weil
du hast, also zum Beispiel politische Korrektheit zu behandeln und Gendern zu aufgestellt hast du ein bisschen, dass ich es halt so aussetzen kann. Solche Dinge zu behandeln und zum Beispiel zu sagen, es gibt jetzt die indischen Firmen, die sagen, sie sind kinderarbeitfrei, sind jetzt wirklich kinderarbeitfrei. Das machen inzwischen Zulieferbetriebe. Die Kinder machen das, das ist alles wahr, die Kinder machen das zu Hause in den Hinterhöfen, weil da kann kein Kamerateam mehr hinkommen, so wie in einem Fabriksgebäude. Von dort kommt es zum Zulieferbetrieb, von dort zur indischen Firma und zu uns an der Fußgängerzone. Und deswegen gibt es keine Kinderarbeit, meine Damen und Herren, und auch keine Kinderinnenarbeit. So viel Zeit muss schon sein. Dann verwende ich die Art politische Korrektheit in einer Thematik so, dass ich schon kritisiere, wenn sie via Religion ausgeübt wird, also wenn sie quasi so gedankenlos einfach nur als Formel verwendet wird, dass ich es dann deppert finde, aber nicht mehr. Und da tue ich mir leichter mit so Dingen als zum Beispiel Kampflesbe, das ist schwierig, weil man so viele falsche Löcher dann kriegt in einem normalen Kabarettpublikum. Das ist immer so eine gewisse Mischung, haben wir besprochen. Und das ist sehr schwer, das Thema adäquat zu behandeln, abgesehen davon, dass ich sage, ich kenne zu wenig. Und man sollte generell Sachen machen über Sachen, wo man Bescheid weiß. Okay, danke. Ja, ich bin heute beim anderen Muttertag. Ich werde versuchen, aber im Orpheum vielleicht Zandowöche, ich werde versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer bei Klischee. Sie haben mir ja eine Zeit lang das Rucola-Essen wirklich ein bisschen vermisst. Das war schon auch so eine Selbsterkenntnis. Also in diesem Programm wird ein Klischee entwickelt, das aber kein Klischee ist, oder es kommt in die Nähe eines Typus, den sie nennen die Rucola-Generation. Und dann werden Einzelheiten wie in einem Mosaik hinzugefügt und es entsteht das Bild einer Generation und eines Typus. Und diese Einzelheiten an der Spitze Rucola, die sind sehr ausgesucht. Wie lang dauert diese Suche, dass dann die, so eine Sequenz, bis die steht? Zunächst mal, wir sehr lachen müssen, weil das ist natürlich der Traum der Germanistik, dass man wen das fragen kann, weil die Germanistik ist im Grunde so eine Wissenschaft, die muss sich fragen, warum vor 200 Jahren irgendwo wer in sein Kammerl was so und so hingeschrieben hat. Also von vornherein eine völlig hilflose, mit völlig unzureichendem Instrumentarium ausgestattete Wissenschaft, die außer sich selber für niemand gut ist. Das muss ich mal loswerden, weil ich es abgebrochen habe. Und ist nur der Neid. Generell ist es so, dass das ist schwieriger zu beantworten, weil das aus einem Programm ist, wo ich alte und neue Sachen zusammengeschmissen habe. Das heißt, da sind ein paar Sätze aus einem alten Programm drinnen, die ich dann weiterentwickelt habe. Generell glaube ich, diese Rucola-Abteilung, die man auch nennen kann, wir wählen grün und kaufen für Graz am Kaiser-Josef-Markt ein. Also und fahren nach Friaul und das sind die Ödern, das sind die Altochter 60er, die anderen, die Jüngeren von woanders sind. Aber wurscht, jedenfalls diese Generation sozusagen, wir machen alles richtig, die auch ganz stark gewissen Formalismen unterworfen ist. Im Prinzip erinnert dann das ja immer mehr an die katholische Erziehung oder also diese Formelhaftigkeit und diese Rituale, die auch diese tolerante, relativ gut situierte Innenstadt-Generation. Ich bin auf diese Generation, ich kenne jetzt nicht so viel, aber ich lese immer in Falter. Und wenn man diese Falter-Kolumnisten, Kommunisten sind sehr wenig im Falter, die sozusagen einfach nur ihren Alltag beschreiben. Im Grund
belästigen sie uns mit ihrem eigentlich gar nicht so bedeutsamen Privatleben. Und wenn ich das lese, dann kann ich so einen guten Hass kriegen auf diese Menschen. Auch wenn ich zum Beispiel in Ö1 her, wo diese unnötigen Mittelstandsexistenzen ständig über ihr Leben berichten. Moment, Leben heute, genau. Es ist so uninteressant, weil man eh alles weiß, was gleich kommen wird. Und diese faden Menschen, die irgendwie ich finde es so unnötig, da sollte man wirklich lieber alte Literatur lesen oder irgendwas machen, bevor man sich mit dem abgibt. Also ich habe so einen Hass auf diesen sotten Mittelstand. Ich finde, heutzutage kann man nicht mehr auf Kardinäle losgehen oder auf Kampfkatholiken, das sind alles Minderheiten. Ich finde, man muss losgehen auf diese breite Masse der selbstzufriedenen Menschen, die eigentlich nur relativ gut verdienen, die bewusst Sachen essen, die feine Sachen einkaufen, aber vor allem nicht deswegen, weil sie das tun, sondern vor allem deswegen, weil sie glauben, sie haben die Weisheit absolut gepachtet. Nach ihnen wird nie irgendwas kommen, was sie widerlegen kann. Vor ihnen war alles scheiße. Sie sind der Höhepunkt der Zivilisation, weil sie alles richtig machen. Also es ist, glaube ich, ein wirklich biblischer Hass, aus dem sowas herauskommt. Nein, da schreibe ich dann was hin und dann schreibe ich wieder was hin. Und wenn man so ein Thema hat, wo man sich reiben kann, das ist immer wunderbar. Das ist zum Schreiben das Allerschönste. Das Problem ist eher so Dramaturgie und wie komme ich jetzt, wie baue ich die Geschichte und so. Das ist das Fade. Aber wenn man, das kann auch spannend sein, aber wenn man was hat, wo man richtig hasst, das ist großartig. Da erspart man sich sicher einige Krankheiten, wenn man das hinschreiben kann. Und unsere Frage ist, beabsichtigen Sie eine bestimmte Zielgruppe, wenn Sie ein Programm schreiben? Steckt da Intention dahinter, auf ein eher junges Publikum einzugehen? Beim Schreiben, wie ich gesagt habe, hoffe ich, dass ich immer vergisst drauf, an wen ich mich richte. Ansonsten habe ich so ein Initialerlebnis gehabt, da war ich ein sehr junger Kabarettist und war auf Besuch bei einem sehr alten Kabarettisten. In seiner Vorstellung. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, da sind nur Leute, die sind genauso alt wie er und öder. Und seither überlege ich, was ich tun kann, dass mir das nicht passiert, sondern dass ich immer so eine Mischung habe und dazu gehört, dass man auf Unis spielt, dass man einen Studenteneintritt macht, dass man aber auch generell den Eintritt eher unten angesetzt hat, grundsätzlich. Dass man ja auch in Kontakt bleibt mit der Welt und nicht nur irgendwie ständig mit seiner Generation zu tun hat oder so, dass man irgendwie die Welt beobachtet. So. Ja, aber das sind ja nur formale Kriterien. Gibt es inhaltliche? Also gibt's inhaltliche? Nein, da wäre ich ja Werbetexter. Wenn ich inhaltliche Kriterien an ein Zielpublikum richten würde, würde ich mich echt scheiße fühlen. Weil das wäre dann Werbetexten. Fällt Ihnen da irgendwie auf, dass das Publikum, also dass Sie die Generation vielleicht etwas verschiebt, die zu Ihnen ins Programm kommt, oder... Ja, passen Sie sich da in gewisser Weise an den Zeitgeist an, den Sie vorher schon angesprochen haben? Sie da extra drauf achten? Ich war in dem Alter, wie ich Indien gemacht habe, habe ich nur gesagt, meine Eltern haben alles falsch bei mir gemacht und darum bin ich so geworden und habe ihnen dauernd Vorwürfe gemacht. Jetzt habe ich selber Kinder, die schon öder sind und sehe das anders. Und suche die Schuld manchmal bei den Jüngeren. Nein, aber das kann sein, dass sie da was verschiebt. Ansonsten, aber man denkt nie ans Publikum so stark. Also, dass man sagt, jetzt mache ich was. Bei dem Programm Hader muss weg, war es eher auch die Geschichte zu einem Kabarettprogramm. Es ist eher diese Eitelkeit, dass man sagt, ich möchte was machen, was noch nie da war. Ein Kabarettprogramm mit 7 Figuren und das Publikum wird nie angeredet und es ist wie ein Film und schnelle Dialoge und Musik und Projektion. Ich wollte einfach was Besonderes machen. Das ist diese Eitelkeit, die wir haben, dass man was machen will, wo man sich denkt, das war noch nie da, in Wirklichkeit war eh alles schon einmal da. Dafür ist die Germanistik wieder gut, um das nachzuweisen. Am konkreten Beispiel, wir sind jetzt einige Male in Graz in Programme gegangen von Ihnen und von Alfred Dorfer. Alfred Dorfer, älteres Publikum, Sie weitaus jüngeres Publikum.
Wie erklären Sie sich das? Oder ist es einfach ein Zufall gewesen? Ich glaube, dass wenn man sehr regelmäßig im Fernsehen ist und dort eigentlich ganz etwas anderes macht, nämlich sehr stark politisch aktuelle Satire, wie der Freddy das lang gemacht hat, dass man dadurch eventuell auch viele Leute ins Programm lockt, die sie auch circa sowas erwarten wie in der Fernsehsendung. Und ich glaube, dass die Fernsehsendung, die eine moderne Ästhetik gehabt hat vom Freddy, aber durch diesen Zugang zur Aktualität letztendlich schon auch, sage ich einmal, ältere Kabarettgeher, die normal zu ihm nicht gegangen wären, dann halt bringt. Aber ich finde das auch nicht schlecht oder besser. Ich glaube nur, dass es mit den Programmen wenig zu tun hat, sondern eher mit der Präsenz. Ich bin jemand, der präsent ist, meistens über Kinofilme und über hier und da sowas wie Aufschneider ist ganz selten. Und dass das ein eher gemischteres Publikum dann sehen und dass so regelmäßige Kabarettsendungen im Fernsehen von Jüngeren auch geschaut werden, aber vor allem auch sehr stark von der älteren Generation frequentiert wird. So würde ich es erklären. Wenn ich es erklären müsste, ich muss es eigentlich gar nicht erklären. Daher sage ich, ich weiß es nicht. Eine Frage haben wir noch zum Blog-Publikum. Wenn Sie ein neues Programm schreiben, wissen Sie dann schon vorher, wie das Publikum darauf reagieren wird? Also wo es lacht oder ist es dann manchmal auch überraschend? Es ist wirklich oft sehr überraschend. Es ist oft so, dass ich wirklich was total lustig finde, was überhaupt dann nicht ist. Wenn man auch so im Schreiben so super, ich bemühe mich ja in so einen Zustand zu kommen, dass ich nur mehr in der Geschichte lebe, ich gehe dann auch seltsam murmelnd durch die Stadt und sitze in Kaffeehäusern und schreibe was und bin dauernd da drinnen in der Welt. Das heißt, ich verliere ein bisschen in Kontakt zur Außenwelt und da passieren dann Sachen, dass ich was total super finde, was überhaupt keiner versteht und umgekehrt, dass auch Sachen, die ich so nebenbei mir denke, die sind ja, dass das dann plötzlich so anders wird. Es ist schon ein Abgleichungsprozess dann, wenn man vor Publikum das macht. Deswegen mache ich das auch nicht so, dass ich nur ganz allein probe, sondern dass ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn eine Fassung schon besteht, die man halbwegs vorlesen kann, dass ich dann einmal ein paar Lesungen mache vor Publikum, um wieder einmal Kontakt zur Außenwelt zu kriegen und zu schauen, wie ist das. Die Frage war, ob es leichter wird, wenn man eine Marke ist oder wenn man einen Namen hat, dass das Publikum reagiert und auch zufrieden ist. Ja. Ich glaube, es ist... Zunächst einmal muss man anzeigen, der große Vorteil ist, es ist wirklich leichter, in einem großen Saal zu spielen Kabarett als in einem kleinen. Das ist, also wenn ich ins Niedermeier gehe oder auch da ins Theatercafé, das sind viel schwierigere Vorstellungen, weil ein großes Publikum immer so ein leichter, irgendwie, ja, mit dem kann man, Einzelne können sie nicht so wichtig machen, zum Beispiel einzelne Locher, die unangenehm sind, oder die Leute gehen auch mehr aus sich raus, wenn sie in einer größeren Gruppe sind, es ist einfacher. Insofern ja. Andererseits gibt es eine Erwartungshaltung, eine relativ hohe, die man irgendwie bestätigen muss, sonst sind die Leute enttäuscht. Dadurch auch nein. Also es ist schwerer und leichter, würde ich sagen. Im Kabarett, am Live-Abend ist Improvisation sogar ein gutes Mittel, um den Abend, ich habe vorher schon beschrieben, dass ich auf alle kleinen Unterschiede so achte, um den Abend zu einem Besonderen zu machen und der Tatsache zu entkommen, dass ich im Grunde jeden Tag denselben Text runterbete. Und da ist Improvisation total was Wichtiges, dass man sich überlegt, wo bin ich heute? In meinem Fall ist das immer auch wie Redeheit, weil ich in Berlin anders spüre wie in Graz. Das heißt, ich komme immer in verschiedene Gegenden, wo ich sage, in Bayern spüre ich so und so, in Österreich spüre ich so und so, in Berlin spüre ich so und so. Das heißt, von der Sprache her schon. Und auch wo bin ich? Was ist halt da, wie ist es, und zwar automatisch, man versucht auf alles einzugehen, ganz automatisch, was da ist. Wer lacht besonders oder wenn irgendwas ist, man versucht immer so kleine
Besonderheiten wie einen Strohhalm zu nehmen, weil dadurch nämlich, irgendwie ist das wie ein Zaubertrick, die anderen Sachen, die man schon x-mal herbett hat, auch neu sind. Irgendwie, meistens, muss ich sagen. Also ich habe zumindest das Gefühl, oder auch Leute haben, sagen mir oft, dass sie das Gefühl haben. Dass der Abend immer nie so runter, so automatisch runtergearbeitet wird. Und ich glaube, das passiert auch, weil das ist mir schon öfter aufgefallen bei wem anderen. Und das ist virtuos und trotzdem hast du das Gefühl, es ist das, wenn so Künstler quasi auf Automatik gestellt sind, das spürst du sofort. Du musst nicht gescheit sein. Das spürt der ärgste Depp, spürt das mit dem Bauch im Publikum, dass der das heute nicht wirklich meint. Und dass er nicht wirklich ganz da ist. Und, oder die. deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich da ist, präsent ist und wirklich da ist und den Augenblick nimmt und auch die Besonderheiten des Abends nimmt. Und dadurch macht es einem auch Spaß. Weil sonst wäre es die Hölle, nicht? Wenn du vorstellst, jeden Tag dasselbe. Und wie sie gesagt haben, du weißt, wo sie lachen. Und so stelle ich mir eigentlich eine ziemlich tolle Hölle vor. Also wirklich. Ja. Was unterscheidet grundsätzlich jetzt von der Vorerwartung des Publikums oder von Ihrem Perspektiv her für die Aufführung ein Programm in Deutschland, in Tirol, in der Schweiz? Nichts. Es ist so, dass man die Erfahrung macht, dass der Ort selber viel wichtiger ist. Also eine Uni ist eine Uni, egal ob in München oder in Wien. Ein Theater ist ein Theater, da sind die Leute ein bisschen ruhiger, hören mehr zu. Darf man nicht glauben, es muss Rock'n'Roll passieren jetzt, trotzdem ist es ein gutes Publikum, die hören halt stärker. Es gibt so unterschiedliche Übereinkünfte in verschiedenen Räumen, aber von der Geografie her ist der Unterschied nicht so stark. Nein. Weil unter Umständen früher stärker, weil damals das Publikum auf Verdacht gekommen ist. Jetzt sind wir dort, wo wir schon mal waren. Es kommen die Leute, die gewisse Erwartungshaltung haben und schon wissen, der Hader steht dafür. Und dadurch merkst du die regionalen Besonderheiten immer weniger. Früher war es so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich in Köln spiele, im Rheinland, dann musst du aufpassen, dass die Leute nicht verschreckst. Weil das sind so, die erschrecken manchmal, wo sie anderswo lachen. Weil sie das Böse nicht so kennen. Also die haben so einen geradlinigen Humor. Ja? Das merkt man auch bei den Sendungen. Nicht? Wenn es so, was ich, Mainzer Karneval oder Köln oder so, so diese Sachen. Die haben einen sehr frohsinnigen und sehr geradlinigen Humor. Oder wenn man Comedy anschaut aus der Gegend. Und die finden das Böse oft wirklich böse. Und es ist kein Umgangs, dass man so von hinten kommt und ganz gemein was und das war früher. Aber jetzt kommen schon die das genießen, dadurch hat sich das verändert. Ja. Aber es ist zum Beispiel, ich merke das, wenn ich zum Beispiel eingeladen bin, wo zu spielen, wo nicht mein Publikum ist, dann merke ich sofort, dass die Leute oft verschreckt sind. Weil ich spiele, wenn ich vor einem Publikum spiele, bei einem Benefit. Zum Beispiel. Und die Leute sind nicht ausschließlich wegen mir da, sondern es sind auch andere Künstler eingeladen, die irgendwie eine Marke sind. Dann ist das so eine Mischung, wo ich total spüre, ich erschrick teilweise die Leute, weil die nicht mit mir rechnen so in der Form. Und bitte? Worüber erschrecken sie denn? Über die ruppige Art, wie manchmal halt, ich bin halt manchmal so ein bisschen zynisch und manchmal wie ich halt bin, ne? Und auf der Bühne. Und wenn die das nicht gewöhnt sind und auch nicht erwarten, dann merkst du, das ist für die komisch. Ja? Da kann man kurz einmal wieder Hund sein, wenn man mag. Praktische Dramaturgie. Das komische Paar. Wie konstruiert man ein komisches Paar? Und was macht das komische Paar Ihrer Meinung nach so beliebt? Und warum verwenden Sie es so oft in Ihren Programmen und Filmen? Im ersten Moment hätte ich gesagt, das ist wie Kochen. Dass man schaut, dass Zutaten zueinander passen. Es war eigentlich sehr intuitiv. Also ich weiß nur bei Indien, dass es sehr intuitiv war, dass wir uns
Dort haben, der eine ist eher so, der andere ist so, wahrscheinlich, weil man so automatisch schon auf Gegensätze, wenn man sich eine Zeit lang mit dem beschäftigt, dann ist man wahrscheinlich, sucht man gleich mal nach Gegensätzen, was die Menschen nicht so mögen. Dann ist nur der Regisseur gekommen, das weiß ich noch gut, der hat beim Drehbuchschreiben dann mitgeschrieben und der hat so amerikanische Drehbuchtheorie studiert gehabt gerade und war so jung und engagiert und hat gesagt, das muss so sein, der eine muss ganz ordentlich, das Auto muss ganz unordentlich sein, da müssen die Dosen umeinander und so. Der hat dann das auch nur verstärkt sozusagen und dadurch ist das entstanden in der Schärfe, wie es war. Was mir nicht so bewusst ist, dass es in anderen Dingen, in späteren Filmen auch so verwende. Ja, zum Beispiel in den Brenner-Filmen, Brenner und Berti sind auch ein komisches Paar. Ja, stimmt. Das ist mir deswegen nicht so bewusst, weil wir jetzt beim letzten Film nicht mehr so miteinander waren, weil sich das nicht ausgegangen ist, aber das stimmt natürlich, ja, genau. Da war eher der Hintergrund der, dass man gesagt hat, wenn der so schweigsam ist, dann erfährst du nichts über ihn und er braucht wem, dem er hier und da was sagt. Was künstlerisch eigentlich oft jetzt aber auch im Weg steht bei manchen Drehbüchern, dass man sagt, es ist oft interessant, wenn der Detektiv alleine ist und keine Hilfe hat. Und da war der Berti dann oft im Weg auch beim Knochenmann. Und es ist sehr schwierig, ihn jetzt überall einzubauen in die Geschichten. Generell glaube ich, dass das schon eine gute Sache ist, oder dass es deswegen so beliebt ist, weil es auch Beziehungsfähigkeit reflektiert. Ne? Jeder, wir sind alle in unterschiedlichsten Beziehungen zu Menschen, die anders sind wie wir und ärgern uns über andere Menschen und finden das total schlimm manchmal, dass die anderen so anders sind und andere Wünsche haben und Dinge anders beurteilen und man streitet die ganze Zeit. Und das sind, so wie bei allen unliebsamen Dingen, sieht man das gern auf Ort gelöst auf der Bühne, dass man sich einmal bei anderen das so spannungsfrei erlebt. Ne? Also es gibt so Beziehungsunfälle und die hat man selber schon erlebt und deswegen sind Beziehungsunfälle im Kino so beliebt, die dann auch noch gut ausgingen, weil man es nicht selber, man kann alles miterleben, aber man ist nicht selber. Das ist dasselbe Phänomen, warum die Leute im Broder gern mit den ärgsten Geräten fahren, weil sie einmal erleben wollen, die Fliehkräfte wie bei einem Verkehrsunfall, ohne die Folgen tragen zu müssen. Und so funktionieren alle Beziehungskomödien. Und dazu, das zur Frage komisches Paar. So würde ich das. Wenn ich Germanist wäre und eine Theorie aufstellen müsste, würde ich das circa sagen. Ich würde wieder eigentlich sagen, dass die guten Sachen dadurch entstehen, dass man eben nicht nach Kochrezept vorgeht und sagt, wie erreiche ich das und das, sondern dass man eher eine Freude an der Geschichte hat und an die Charaktere oder einen Spaß dran hat. So, also wir sind eher bei dem Kapitel, das ich eingangs gesagt habe, dass man nicht vielleicht als der, der es macht, nicht zu viel überlegt. Es gibt eine gewisse Verachtung auch von Autoren für andere Autoren, die Baupläne, die zu starke Baupläne haben, fällt mir in dem Moment ein. Es gibt den berühmten Satz von Thomas Bernhard über Heimito von Dodra, der ja immer quasi ein Hauptfeind war, wie der Bernhard nun närmt war der Dodra der österreichische Autor. Und es gibt die Erzählung, dass er aufgesprungen ist vom Fernseher, wie er gehört hat, der Dodra ist gestorben und gesprungen ist vor Freude. Und mit dem redet er immer über eine gewisse Herablassung. Und da sagt er in einem Interview, ich weiß das, weil ich dieses Interview öfter so gelesen habe, der Heimito von Dodra hat ja jedes Kapitel, hat er einzeln nummeriert, die fröhlichen Kapitel in der Farbe hat er, und die anderen tragische, war eh kaum was dabei, in der Farbe. Ein Buch hat er die Dämonen genannt, aber ich habe keinen einzigen Dämonen drinnen gefunden. Und da kommt auch diese Verachtung von Autoren vor, dass Baupläne im Grund was sind für Schwitzer. Und ich würde das sagen, ja, also zu starke Baupläne, wenn die zu stark und nicht flexibel sind, dann sind das was für Schwitzer. Ja. Und bei mir ist es schon so, dass ich mir einen Bauplan mache, wie ich eine Geschichte erzählen will, aber dass sie dann so mit mir, es schreibt dann irgendwann mit mir und dann schreibe ich mich weg vom Bauplan, da muss ich den Bauplan aber angleichen, dann gleiche ich lieber den Bauplan an als die Geschichte. So, also
es gibt Rezepte und man kann sie andeuten, aber man darf nicht zu genau, glaube ich, vorgehen. Nun gut, wir haben uns jetzt mit der Beschäftigung der Materie haben wir festgestellt, dass eigentlich bei den lustigen Paaren relativ wenig lustige Frauenpaare, also jetzt wirklich zwei Frauen als lustige Paare vorkommen. Und wir haben uns dann gefragt, warum das Ihrer Meinung nach so ist, beziehungsweise warum auch Autorinnen der Komik oder auch Kabarettistinnen eigentlich erst seit kurzem wirklich aktuell sind und warum das eigentlich früher eine reine Männerdomäne war. Meine Meinung dazu ist, dass einerseits es grundsätzlich auch eine Männerdomäne lange Zeit gewesen ist. Und die zweite, auch wieder einmal Vermutung nur, ist, dass in diesem gesellschaftlichen Kontext, den wir immer noch haben, dass von Männern noch immer viel mehr Souveränität erwartet wird als von Frauen, dass Männer immer, noch immer, das kriegst du so schwer aus der Gesellschaft aus, das dauert nur lang, dass Männer sozusagen nicht schwach sein dürfen und Frauen sogar schwach sein sollen und so, also diese Klischees. Die sind so stark verankert, dass ein Mann, der schwach wirkt, lustiger ist als eine Frau, die schwach wirkt. Das beste Beispiel ist immer, wenn man sich vorstellt, Woody Allen wäre eine Frau und würde dann so lange von seinen Problemen erzählen und herumjeiern, dann wären die Reaktionen ganz anders, als wenn es ein Mann ist. Und damit ist natürlich so, dass für Frauen das Komische ein viel schwierigeres Gebiet ist. Und trotzdem gibt es aber welche, die das großartig machen. Und es hat immer mit Selbstbewusstsein zu tun. Zumindest das sehe ich so. Und dass es auf dem Vormarsch ist und dass es besser wird. Aber es ist so fast wie bei den Bauern. Also es ist wirklich eine Männerdomäne, die erst langsam... Ich glaube, und damit sind wir bei der Marke wieder, meine Marke ist eher, dass ich ganz selten wo dabei bin, wo es echt lässig ist und nicht überall dabei bin, wo es so irgendwie ist. Das ist, glaube ich, Bestandteil der Marke. Und da denke ich auch an ein Zielpublikum. Na gut, umso mehr haben wir uns gefreut, Sie hier gehabt zu haben. Ja. Recht herzlichen Dank. Gerne. Wiederschauen. Ja, ich frage mich halt ständig, wo ist der Zuschauer gerade? Und dann, wie geht es ihm gerade? Was glaubt er gerade? Und dann habe ich eine typische Lust natürlich.